Schönen guten Morgen. Wir werden heute die vierte Etappe starten. Heute wird es dann ja, wahrscheinlich Richtung Wiedesthende gehen. Je nachdem, wie lange wir uns jetzt in Esbjerg aufhalten und ob das Wetter mitspielen wird, das werden wir sehen. Erstmal jetzt Kaffee trinken, dann langsam einpacken. Es ist jetzt, glaube ich, so 8:30. Vielleicht schaffen wir das so in einer Dreiviertelstunde loszukommen. Ja, was die Kilometer angeht, ich glaube am ersten Tag haben wir so knapp 60 gemacht. Das war ja auch so als Einstieg gedacht. Und dann am zweiten war es dann so windig mit Gegenwind, dann waren es nur noch so um die 50. Und gestern sind wir wieder auf um die 76, glaube ich, waren es dann knapp gekommen. Und heute, wenn wir es schaffen, wären es knapp 80. Aber ich muss mal sehen, weil ich irgendwie ein bisschen Knieprobleme habe. Das bekomme ich manchmal. Ich hoffe, das kriege ich rausgeradelt. Wir fahren jetzt aus Esbjerg raus. Rudi ist jetzt erstmal in Esbjerg geblieben, fährt danach weiter. Und wir fahren jetzt aus der Stadt raus und hoffen mal, dass es gleich hier ein bisschen ruhiger wird. Hallo. Ich bin Anna und ich bin auch dabei. Da vorne sind diese Monumente. Zurück und dann da hinten durch. Und was sagst du zu den Straßen? Bis jetzt heute oder genau? Jetzt das Stück. Wieder eine unserer geliebten Buckelpisten, aber die haben wir uns diesmal selbst ausgesucht, weil wir hier durch diese Heidelandschaft fahren. In den Wäldern ist die Straße richtig gut, also schön fest und platt gefahren und dahinter ist es dann wieder richtig schwammig. Eben hat es mich fast auseinandergerissen. Ja. Ich hoffe, das bleibt dabei, dass es nur ein Fast war. Ansonsten, ich glaube, noch 2 Kilometer maximal haben wir die asphaltierte Straße erreicht. Und dann machen wir hoffentlich ein bisschen Strecke, denn wir haben schon nach 12 und erst 23 Kilometer. Aber ja, dafür war es sehr schön und gemächlich. Das hat ja auch seine Vorteile.
Moin. Wie ist das Radreisen für dich? Ich muss sagen, es sieht das auch schon nach was aus. Also unsere Strecke, die wir durch den Dänemark zurückgelegt haben, ist jetzt nicht mehr so wenig. Schon wieder anders jetzt, landschaftlich. Ja, ist echt schön. Wie viele von 5 Radfahrern gibst du denn? Für die Strecke, für den Abschnitt. 4 von 5. Heute gibt's Nudeln mit Chorizo und Tomaten. So, gleich fertig. Tag nähert sich dem Ende. Richtig entspannter Zeltplatz, hat man ja schon gesehen. Und morgen versuchen wir dann mal so 80 Kilometer zu schaffen. Mal sehen, ob es klappt. Und jetzt ein bisschen noch sitzen. Oder mal früh ins Bett, früh aufstehen. Das passt schon. Bis morgen.